Und wir gehen ganz sanft in unser Thema, die heißt: Ich verpasse nicht deine Tage. Sehr einfaches Thema. Und ich möchte Brief zu den Kolossern, 6. Kapitel. Also, wenn ihr den Jesus angenommen habt, als Gott, dann lebt mit ihm in Einigkeit. 7. Vers. Bestärkt euch in ihm und auf ihn euer Leben aufzubauen und euer Glauben zu bestärken. Und seid dankbar in euren Herzen. Werdet stark in ihm, nicht in Beziehungen, sondern in dir. Wofür brauchst du eine Gemeinde? Wenn wir uns einander fokussieren, dann verlieren wir gleich die Kraft. Lasst uns in Gott bestärken und Kraft finden. Das ist die erste Regel, wenn du in eine Gemeinde gekommen bist. Es fordert keiner. Wenn du dein Leben verändern möchtest, dann musst du dich in Gott bestärken und Stärke finden. Weil alle, die hier sitzen, die brauchen Gott. Die brauchen ihn. Amen. Jeden Tag in unserem Leben ist Kraft für unsere Zukunft. Genau jetzt, genau der heutige Tag, genau an diesem Tag, zu dieser Zeit. Gott sei Dank, dass du hergekommen bist, hierher zu fahren, die Entscheidung getroffen hast, hierher zu kommen. Dieser Tag wird das Einfluss haben für deine Zukunft heute. Weil du hast schon bereits irgendwas gehört in deinem Herzen. Ein Wort, aber du hast gehört. Und es ist dir viel leichter geworden. Amen. Leichter. Vielleicht ist Schmerz gegangen im Herzen oder irgendeine Erinnerung. Vielleicht hattest du Probleme. Und bist hierher gekommen, vielleicht erzähle ich alles in der Gemeinde, aber nein. Auf einmal hat dich Gott befreit heute von diesem Problem. Und möchte euch bitten, als Pastor dieser Gemeinde, verpasst nicht diese Tage. Es reicht, im Fluss dieser Welt zu leben. Genau. Die Welt da draußen, die fließt. Jeder von uns ist persönlich individuell. Aber die meisten Menschen, wie man schaut, sind von dieser Welt beeinflusst. Politik, Wirtschaft, Kultur, Mode, Beziehungen in der Gesellschaft. Genau das bauen menschliche Leben. Baut. Genau das formiert. Genau das ist der Fluss dieser Welt. Egal wie du. Ob du willst oder nicht, du bist abhängig von der Politik. Wenn du keine Wurzeln hast im Gott, wenn du keine Wurzeln hast und in ihm dich bestärkst, bist du abhängig von der Wirtschaft dieser Welt. Lass uns nicht so sagen, ja, ich kann alles in Jesus Christus. In Anführungsstrichen. Wirtschaft existiert nicht, dann hast du auch du nichts. Nichts. Wisst ihr, die Zeit ist gekommen, damit die Wirtschaft nicht in dieser Welt ist, sondern im Gott. Dann wirst du sehen, dass du im Segen gehen wirst. Jeder hat dieses Segen bekommen, jeder von uns hat Segen bekommen, in Wirtschaft von Gott zu sein. Der Gott hat finanzielle Probleme gelöst im Leben. Gibt es Menschen heute im Saal? Gott hat diese Tore aufgeschlossen. Keiner kann dir helfen. Sogar Verständnis gab es nicht bei den Menschen. Aber ich helfe dir. Du bist gekommen, die Türen haben sich geöffnet. Amen. In meinem Leben war das wirklich so. 100.000 Schulden. 100.000 Dollar. 100.000 Dollar Schulden hatte ich. Und Gott hat mich davon befreit. Seine Wirtschaft hat mich befreit. Weil ich habe mich in ihm bestärkt. Gefastet, gebetet. Ich hatte kein Verständnis gehabt, wie ich mich davon befreien soll, von diesen Schulden. Ich habe ihm gesagt, ich bin Gott, dein Diener. Ich diene in deine Gemeinde. Aber du hast mir gesagt, arbeite nicht, lass alles hinter dir. Nicht arbeite, sondern nicht arbeite dann, arbeiten da, wo du gearbeitet hast. Lass alles hinter dir, deine Stadt, dein Land. Verlass es, fahr nach Deutschland.
Bete, faste und diene den Menschen. Bitte um Essen und bekomm das Essen bis kostenlos. Wie kann man diese Summe einfach begleichen? Aber der war ruhig und sagte nichts. Aber der hat es schon getan. Wenn Gott schweigt, heißt es nicht, dass nichts gemacht wird. Der Gott schweigt, aber der macht bereits. Und du wirst bald sehen. Du wirst bald sehen. Und auf einmal, in einem Moment, existiert die Bank nicht mehr. Schade über die Menschen, denen Bank schuldet. Aber wirklich, die Bank existiert nicht mehr. Ihr seid keinem was schuldig. Das ist wirklich hart, aber das ist Gott, der hat mich davon befreit. Wirtschaft von unseren Taschen funktioniert nicht, sogar wenn wir Spenden einsammeln, Opfer, finanzielle. Aber Gott, aus seinen Wurzeln, bekräftigt und bestärkt unser Dienst. Wir schreiben auch keine Briefe. Hilft uns bitte, wir haben kein Geld zu bezahlen, Miete zu bezahlen. Gib bitte. Nein. Der Gott gibt uns genauso viel, wie wir viel brauchen. Die Menschen überweisen Geld und sagen, uns hat der Gott gesagt. Fließt du denn in dem Fluss? Oder hast du gestoppt? Menge von Menschen, mir hat das gefallen im Internet, sogar in dieser Welt leben. Menge von Menschen und nehmen noch nicht mal das Ruder. Die sitzen einfach im Boot. Lasst uns einfach sogar die Gemeinde zur Seite bringen. Bei mir funktioniert das, ich glaube nichts. Du bist einfach im Boot und sitzt einfach nur rum. Aber fang an zu rudern. Schwimm einfach irgendwo hin, sogar zum schrecklichen Tagen. Dann wird es dir einfacher sein, zum Christ zu kommen. Ja, ich bin so ein Guter. Ja, aber du fließt einfach dem Fluss nach und ruderst gar nicht. Das Einzige, wo du hinkommen kannst, nur in der Sünde, Abhängigkeit in dieser Welt. Fluch, verflucht. In dieser Welt gibt es kein Licht. Diese Welt ist Dunkelheit. Licht ist Jesus Christus. Wenn du nichts annimmst, aber wenigstens rudere und fang an zu schwimmen, zu rudern, egal wohin, in die Unzucht, oh, entschuldigt, in die Lügerei, Drogen, Alkohol. Warum hat Jesus gesagt? Denen ist es einfacher. Den Alkoholikern, Prostituierten ist es einfacher. Die sitzen neben mir. Weil diese Menschen sind irgendwohin selber hingekommen. Und beschuldige dich selber nicht. Dann bist du ein guter Schwimmer, wenn du in diesen Dschungel hineingekommen bist. Dann ist es gut. Du hast darin Gott gefunden. Wenn du Kraft hattest, in Abhängigkeiten zu kommen, so richtig gut hineinzukommen, Abhängigkeit, die manchen rudern richtig gut, nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganz schnell rudern die. Genau diese gleiche Geschwindigkeit hast du auch, um ihn zu erreichen. Du schaust und der Mensch, der nie was Schlechtes getan hat. Wisst ihr, wenn ein Mensch mit Fragebogen kommt, ich sage, das ist nicht gut, aber wenn du lest, dann merkst du, dass du einfach dem Fluss nachgekommen bist. Und du verstehst, dass es dem Gott schwieriger ist, mit ihm zu arbeiten. Aber wenn du alles voll ausgefüllt hast, den Fragebogen, nicht Vergebung, zack, zack, und da fangen wir es ja mit Gott und der dient und versteht alles. Ihm ist es nicht schwierig, Amen zu sagen. Weil es ist klar, dass in seinem Leben was Schreckliches war. Wirf mit dem Stein nach mir, wenn ich ein Sünder bin. Lasst uns aufhören, Jesus Christus, seine Gemeinde, uns gegenseitig mit Steinen zu bewerfen. Ich sage das auch zu mir. Jede Familie bekommt
streitet. Sagt mir bitte, wer hat nicht gestritten in der Familie? Es gibt keine Hände im Saal. Wer hat gestritten in der Familie? Zwei Hände und zwei Füße. Halleluja. Also Sünde, lass uns sprechen. Warum habt ihr damals so gehandelt in dieser Situation? Ihr sollt euch bekehren. Also, jede Familie durchlebt ihre Prozesse. Und ich glaube, dass der Mensch die Weisheit gibt, in dem Prozess die Familie zu behalten, weil Familie sehr wichtig ist. Uns braucht keiner in dieser Welt. Amen. So, als ein Mann brauchst du bist du von keinem gebraucht. Was? Ein bisschen spazieren, bist du zurückgekehrt. Sogar ein Christentum, persönliche Beziehung, hängt davon ab, von dem Einfluss der Welt. Wenn man dir sagt, geh zur Arbeit, dann gehst du. Amen. Zur Arbeit noch oder sonst wohin. Es finden auch heute Meisterschaften statt in der Stadt. Und du hast gesagt, ich gehe Marathon laufen. Marathon. Und egal, wie du willst, gegen den Fluss zu schwimmen, aber das wollt ihr nicht mehr. Ihr wollt nicht mehr dem Fluss nach zu schwimmen. Egal wie ihr wollt, es wird nicht funktionieren. Es wird funktionieren, aber nicht für lange. Amen. Und jeder von euch hat es versucht. Du hast geschaut. Ja, ich habe die Schnauze voll. Ich möchte nicht mehr rudern. Ich möchte auch nicht mit dem Fluss mitfließen. Ich möchte gegen den Fluss schwimmen. Und jeder von euch hat das schon getan, gegen den Fluss zu schwimmen. Nicht einmal hat das schon versucht, gegen den Fluss dieser Welt zu schwimmen. Ich werde das nicht mehr machen. Erst mein Gedanken im Herzen. Halben Tag hast du durchgehalten, dann ah. Das ist bei jedem so. Nicht nur mit dir. Das ist bei jedem so. Das ist das Leben von Christen. Das ist ein sehr starkes Problem. Alles ist egal, ich möchte nichts von dieser Welt. Und dann fängst du an, gegen den Fluss zu schwimmen. Aber die Kräfte reichen nicht aus. Warum? Wenn du verstehst, dass ich sündige, wenn mein Verstand versteht, dass ich Gemeinde brauche, mein Verstand versteht, was der Pastor sagt vom Rednerpult, mein Verstand versteht, dass ich mich verändern muss. Mein Verstand versteht, dass ich Gott brauche. Nur er kann mir helfen, wo ich schon bereits war. In der Situation. Mein Herz hasst sogar die Sünde, hasst Alkohol, Drogen und so weiter. Du hast schon selber. Amen, doch, oder? Oder liebst du noch diese Sachen? Du hast diese Sachen. Aber du tust es. Nicht gerne. Nicht gerne, aber du tust es noch. Ich bin nicht gerne gegangen, zu meinen Freunden gegangen und saß am Tisch. Habe ich nicht gerne getan. Nicht gerne habe ich das getan. Dahin gegangen, wo es keinen Gott gab. Keine Kräfte mehr. Ich habe keine Kraft mehr, von dieser Welt abhängig zu sein. Alle Quellen sagen mir, alles wird bald kaputt gehen. Alles. Wer hat schon davon gehört, dass diese Welt nicht mehr existieren wird? Wer hat schon gehört, dass du irgendwann sterben wirst? Hat schon jemand vom Tod gehört? Jedem von uns ist es wichtig, sich in ihm zu stärken. Ja, Gottes Kraft hat ihn geheilt, von Abhängigkeiten befreit und so weiter und so weiter. Geheilt, befreit. Gott hat es einfach nicht so, hat es erinnert und nochmal aufgefrischt, die Geschichte von deinem Christentum. Nicht einfach so. Tausende werden geheilt und Tausende bekommen Freiheit. Tausende sehen Wunder und Zeichen. Aber wo sind die Tausende heute? So viele Menschen, die heute durchgegangen sind, wo sind sie? Sie haben gesagt, danke, danke. Und die haben vergessen und vergessen. Das Wichtigste ist, haben die schon bekommen. Sie haben bekommen die freudige Nachricht, denn Jesus Christus. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Das war's. Brauchst du noch irgendwas?
Das ist das Wichtigste, was wir heute hier bekommen, heutige Nachricht. Neues Leben, Jesus Christus. Amen. Heilung, Freiheit, Verständnis haben keinen Sinn ohne Gott, haben keinen Sinn ohne Gott, weil Gott Heilung, Gott Freiheit, Kraft der Heilung und der Liebe fließen nur aus ihm, nicht aus der Logik. Wenn ich so mich benehmen werde oder diese Taten vollbringen werde, wenn ich so anfange zu reden, dann wird die Liebe kommen. Nein, hört mich jemand? Nein, um die Freiheit, nicht von den Taten, sondern vom Glauben an ihn. Weil er ist die Wurzel der Liebe, der Freiheit, der Heilung und der Befreiung. Und egal, was du tust in deinem Leben, egal, wie oft du zum Gemeindendienst kommst, davon hängt das nicht ab. Deine Befreiung hängt davon nicht ab, und deine Freiheit, sondern es hängt davon ab, wo du dich ernährst heute. Von den Menschengesprächen, oder du ernährst dich vom Gott in deinem Leben. Aber die Menschen, die Wurzeln in ihm haben, da sind sie gar nicht, die sind unerschütterbar, weil die Wurzeln haben sich in ihm, egal was man denen sagt, egal welcher Fluss kommt, egal welche Fraktionen, blau, gelb, grün, Katholiken, Evangelisten, evangelische Gemeinden, da gibt es keine Denominationen, Konfessionen. Wenn du bekommen hast die Heilung in ihm, dann hast du die Heilung für immer. Wenn du bekommen hast seine Familie in ihm, dann wird sie auch immer in ihm sein. Sogar wenn es Streit gibt in der Familie, und auf einmal kommt die Liebe. Auf einmal schnell kommt die Vergebung. Aber wenn jemand die Wurzel hat im Gott und der andere hat keine Wurzel, versteht ihr selber, was passiert. Egal welche Worte, die ausgesprochen wurden, schlechte oder gute, die kann man nicht auffangen. Die sind einfach rausgeflogen. Und woher ernährst du dich? Wovon? Aus Gott? Wisst ihr, jeder von uns hat das Recht, Fehler zu machen. Jeder von uns. Jeder von uns. Aber in den Wurzeln, von den Wurzeln kommt, könnte wachsen. Und Gott wird dir sagen, dass du Fehler getan hast und was du machen musst, egal, was du getan hast. Aber unbedingt sagt er es dir. Von außen wird verschiedenes Wetter sein, aber im Wurzeln, da wo die Wurzeln sind, ist das Wetter immer gleich. Immer Frieden, Liebe, Vergebung, Opfer, Glauben. Egal welche Flüsse kommen in dein Leben, im Christentum kommen immer irgendwelche modische Dienste, der Gott also fragt, wofür macht ihr das? Ich brauche nicht, was er tut. Egal wie du tanzt, egal wie du sagst, ich bin jetzt ganz anders und schau mal, was ich kann. Egal, anders du bist oder nicht, aber in ihm, hast du die Wurzeln in ihm, das ist wichtig. Wenn du dich in ihm verwurzelst, dann wird er auch in dir wachsen. Amen. Er wird wachsen, nicht du, sondern er. Und irgendwann sagst du, mein Haus kann nicht mehr Leute beherbergen, die Gott hierher geschickt hat. Es sind zu viele. Es gibt Menschen in meinem Haus, die mich nicht sehen konnten, aber die sind da. Es ist wirklich so. Die sollen hören, die hören zu. Ich habe das als Beispiel. Verschiedene Menschen, ich bin genauso. Ja, dieser Mensch. Und ich schaue zu und höre zu. Weil er nach den Tagen, nach Früchten in unser Haus passt er nicht. Nein, Amen. Lass uns wachsen. Aus ihm. Lass uns aufhören, von diesem Ort zu wachsen, von hier. Die Wurzeln sollen in Gott sein. Da werdet ihr sehen, die Äste und den Gott.
der ständig wachsen wird in euch. Euch wird es weniger sein, aber ihn wird es mehr sein. Matthäus 15, 29-30. Als da Jesus am Meer entlang gegangen ist, da kamen ihm entgegen viele kranke Menschen und er hat die geheilt. Stellt euch vor, kannst du jemanden zu Jesus, zu seinen Füßen führen? Hast du jemanden dahin geführt? Oder bringst du zu den Füßen von Jesus nur dein Problem? Hört uns bitte auf, lasst uns aufhören, unser Leben ständig dahin zu bringen. Die ist schon in ihm. Der Gott sagt, ich bin in dir, du bist in mir. Das langt doch. Bringe zu den Füßen von Jesus Christus Menschen, die Heilung brauchen, Liebe brauchen. Egal wie schlecht und stark die Krankheiten sind, Abhängigkeit von den Menschen, führe diese zum Füßen von Jesus. Und jeder von euch hat jemand schon bereits zu den Füßen gebracht. Euch hat jemand hierher geführt zu den Füßen von Jesus. Nicht sie selber. Der Mensch, der ein großes Problem hatte in seinem Leben, der hat dich hierher geführt. Es war kein Mensch, der freudig war und glücklich war. Das war ein Mensch, der mit demselben Problem war, wie du hattest. Vielleicht sogar schlimmer und größere Schmerzen. Der hat dich hierher geführt zum Jesus. Amen. Genau in dem Zustand kannst du den Menschen ergreifen, weil der Mensch spürt es, dass nicht alles gut ist. Und du führst dich hierher zu den Füßen. Du führst dich selber hierher und die, die Jesus brauchen. Und dann wächst auch die Gemeinde. Amen. Geheimnis des Wachstums einer Gemeinde. Geh zu den Menschen. Nicht, wenn du geheilt bist, sondern wirklich in der Situation, wo du dich heute befindest. Wenn dein Auge heilst, dann wird dein Zeh krank oder Finger krank. Wenn das eine aufhört, fängt das andere an. Dann fängt es woanders an. Ständig, ständig schmerzt irgendwas. Amen. Aber wenn es nichts mehr schmerzt, dann hast du Kopfschmerzen von Problemen. Dann soll es besser der Finger wehtun. Oder man hat Fieber als diese Probleme. Ist diese Haufen Probleme. Ich weiß nicht, was besser ist. Physische Krankheit oder Probleme. Wisst ihr, kranke Menschen, ich unterhalte mich viel mit krebskranken Menschen, die haben keine Probleme, die haben ein Problem zu überleben. Du schaust auf diese Menschen und der freut sich jeden Tag, weil jeder Tag erlebt er und er wird ist Champion geworden von jedem Tag, neuem Tag, weil Gott hat ihm neue Chance gegeben. Ich habe viele Menschen gesehen und sehe Menschen, die jeden Tag erleben und freuen sich darüber. Aber nicht alle haben dieses Privileg. Weil die wissen, halber Schritt noch und dann ist das Problem, was sie haben, ist wirklich zu überleben bei solchen Menschen. Und die Wirtschaft, Politik, Mode haben keinen Einfluss auf solche Menschen. Die sind nicht im Fluss, solche Menschen. Die sind auf dem Boot ihres Lebens und rudern. Du schaust auf diesen Menschen, der ist schon alles fertig, aber der rudert und der ist stärker als du. Versteht mich jemand? Der ist stärker in seinem Glauben, stärker als wir alle zusammen. Weil er rudert in seinem Boot. Für uns alle, die in Düffel sein müssen, für diesen Menschen fasten und beten. Weil Gott ist Leben. Ja, du bist krank, ja, dann ist okay. Alles ist gut. Alles ist gut, ich habe meine eigenen Probleme. Wenn diese Probleme heute hat, dann ruder mit dem Boot hierher, wir werden zusammen beten. Oder wartest du auf den Wind, im Heiligen Geist, bis er dein Boot hierher führt zum Jesus Christus, wo der Jesus auf dich Hand auflegt und du bist geheilt. Nein, Liebster und Liebste, du musst selber rudern in deinem Boot des Lebens,
sogar sehr stark, weil dein Leben ist in deinen Händen, deine Tage sind in deinen Händen. Soll man für dich beten? Nein, es ist alles okay. Aber du weißt, dass dieser Mensch stirbt. Sollen wir vielleicht fasten? Nein. Versteht mich jemand? Wisst ihr, was Gemeinde fastet und betet für mich? Wisst ihr, als wir Probleme hatten? Und unsere Familie war kurz vor der Scheidung, habe ich allen erzählt. Wie geht es? Alles ist gut. Und dann siehst du, gerade verheiratet, und dann ist es schon alles auseinandergebrochen. Alles ist gut, alles ist gut. Nein, ich habe alle Pastoren angerufen. Ich habe sogar den Pastoren im TV, im Fernsehen angerufen, damals. Es gab eine Sendung, zwei Aktentaschen. Wer seid ihr? Ich bin Alexei Maschkow, hätte Probleme, bitte für mein Problem. Sie haben noch nicht mal Telefone abgenommen. Ich hatte viele Telefone damals. Viele Telefone. Ich habe von allen Telefonen angerufen. Das ist Alexei Maschkow. Habt ihr für meine Frau gebetet? Fragte ich immer nach, damit sie mich erhört und mir vergibt. Ich habe alle angerufen. Alle. Ich habe Probleme in der Familie. Und heute dient meine Familie. Und jetzt ist die Familie gerettet. Was ist das? Es waren meine Hände, wo ich gerudert habe. Ich habe bewegt meine Arme und meinen Mund. Egal, was kam. Du siehst ein Problem und tust nichts. Warum? Warum erhört man meine Probleme nicht? Warum? Wir sind keine Zauberer hier. Wir können nicht von den Lippen ablesen oder skanieren. Scannen. Ich schaue mal in den Mund oder Ohren rein. Und mal schauen, ob die Kehle rot ist oder nicht, ob man Blutdruck hat. Hat der Pastor nicht über meinen Schmerz erhört? Nein, weil du deinen Schmerz, genau diesen Schmerz, den du schon jahrelang trägst, du hast es versteckt in dir selber und du weißt gar nicht selber, wo er sich befindet. Aber es existiert, dieser Schmerz existiert. Du hast es aber versteckt und weißt selber nicht, wo man das einfach dir, woraus man die entfernt. Du hast selber vergessen sogar, wo du es versteckt. Aber dieser Schmerz quält dich tagelang, jahrelang. Die zerstört dich. Dieser Schmerz, den du mit dir trägst, wo du selber nicht anerkennst, diesen Schmerz, kannst du den anderen nicht erzählen, aber du quälst dich. Sollte man für euch beten? Nein, lieber nicht. Und dann beschuldigt man die Gemeinde, die Pastoren, die Leiter und Diener. Aber wir können nur dann helfen, wenn wir Hilferufe hören. Oder denkst du, dass man hier einfach hier scannen kann? Ich gehe auf die Toilette, ich muss auch schlafen, arbeiten. Kannst du dich selber darum sorgen, über dein Leben? Hört mich jemand? Kannst du dich selber über dein Leben sorgen? Kannst du die Tage nicht verpassen, die hier gegeben sind? Die Tage, die du heute erlebst, sind dir einfach so gegeben. Die sind dir dafür gegeben, damit du dich Sorge trägst für dein Leben selber. Ich werde jetzt kommen. Wir werden anbeten und der Pastor wird beten, predigen. Dann werde ich einfach wegfliegen. Wenn du kommst, nach vorne kommen und sagen, Menschen, die über solche Sachen, Probleme und Schmerzen, Zeugnis ablegen, hier vorne, dann denkst du nach, ja, es ist ihm egal, diesen Menschen, die nach vorne kommen und ins Mikro sprechen. Denn es ist egal. Egal wie persönlich es ist. Matthäus 15, 31. Alle Menschen haben sich gewundert, als die Menschen geheilt wurden. Und die haben alle den Herrn verherrlicht. Das ist zu uns. Jeden Tag, jeden Mensch spricht zu Gott. Aber man unterlässt seine Nachricht an uns. Nein, ich werde nie. Dass ich da war, angeben, dass ich da war, Bier getrunken. Niemals werde ich das sagen, dass ich dabei war. Aber Gott sagt und spricht, aber du bist ständig besetzt
beschäftigt. Weißt du, womit? Du bist beschäftigt mit irgendwas Gutem. So wie du aus dem Problem kommst. Alle sind beschäftigt, oder? Alle sind beschäftigt. Beschäftigte Menschen. Und ihr tut richtige Sachen. Die Wahrheit sagt, dass ihr tut das Richtige. Aber Gottes Wahrheit sagt, nein. Die Wahrheit sagt, du löst deine Probleme, wenn du irgendwas machst, wenn du irgendwas sprechen wirst, stundenlang, und den Menschen beschuldigen. Aber die Gottes Wahrheit sagt, nein. Gottes Wahrheit sagt, nein. Die Gottes Wahrheit wird dir absurd sagen. Weißt du, wie du das Problem lösen kannst? Mach genau andersrum, damit das alles funktioniert. Tu es genau andersrum. Wenn du nicht sprichst, dann sprich. Wenn du nicht aussprichst, sprich es aus. Jeder sagt seinen Preis, kennt seinen Preis. Und jeder wartet auf einen besonderen Gespräch mit Gott, aber ich spreche euch an. Wartet nicht darauf. Jeder von euch, jeder von uns ist persönlich individuell. Ja, wirklich. Jeder hat einen eigenen Preis und Wert. Man darf euch so nicht manchmal berühren, sogar zu eurem Leben und Abhängigkeit. Dann werden sogar die Hände abgerissen. Sogar von uns Pastoren. Berühre mich bloß nicht. Berühre mich bloß nicht. Mein Leben. Berühre mich bloß nicht. Meine Abhängigkeit. Ich werde dich zerreißen. Ihr seid irgendwie böse. Aber wir wollen nur helfen. Und wir sagen, Elina, nee, die lassen wir. Oder den lassen wir. Unsere Finger sind schon angenäht. Aber das ist nur ein Scherz. Ja, es ist egal. Ich werde trotzdem mal berühren. Du hast meinen Finger abgebissen, aber dann wächst er nach. Es gibt so Sprichwörter. Ja. Wir werden dann von deinen Dämonen Angst haben. Aber deswegen, genau deswegen soll man in die Kirche kommen, in die Gemeinde kommen. Damit er von Dämonen, bösen Geistern sich befreit. Und du führst sie einfach hinaus mit dir selber. Oder dich einfach auffressen da draußen und alle anderen sogar auch. Die ganze Verwandtschaft und Bekannten. Führe einfach durch deine Legion von Geistern, bösen Geistern. Damit der Heilige Geist dich einfach befreit. Sprich es einfach an, dass du abhängig bist von dem dämonischen Einfluss. Und der Jesus wird dich befreien. Wird die vertreiben, wie die Schweine, wie es in der Bibel steht. Und wir werden alle braten und aufessen, ganz in Ruhe. Ach ja, über Schweinefleisch habe ich, jetzt denke ich nach, und möchte vielleicht das weglassen von meiner Ernährung, Schweinefleisch. Heute das letzte Tag, was ich gegessen habe. Oder ist er? Aber wisst ihr, dass der Jesus einfach spricht? Genau da, wo er sich entschieden hat, mit dir zu sprechen, dann spricht er auch mit dir. Wisst ihr, dass Jesus genau jetzt kann er nicht mit dir sprechen? Jetzt hörst du das Wort in deinem Geist, dein Geist wächst. Aber das ist kein Gespräch von Jesus. Das ist eine Predigt, das ist Bekräftigung von freudigen Nachricht. Aber wenn der Jesus Christus möchte mit dir sprechen, dann wird er mit dir sprechen. Der fragt doch nicht mal bei dir nach. Alle glauben an Jesus Christus, sag mal. Hast du, sag mir bitte, hast du darauf gewartet, dass... Hier zum Beispiel Kalender, genau da. Wann habe ich Wochenende? Wir haben eigentlich kein Wochenende. Also im Kopf gibt es kein Wochenende. Am 23. Am 24. kommst du zu uns vielleicht, Jesus, zu mir. Dann werden wir sprechen. Weißt du, der Jesus wird keine Termine vereinbaren mit dir. Der wird dann kommen, wenn er will. Amen. Wann soll ich denn in die Gemeinde gehen, damit ich mit Jesus sprechen kann? Nein, wenn du gekommen bist,
nach deinem Terminkalender, dann wird keiner mit dir sprechen, keine Menschen, Heiliger Geist, kein Gott und kein Jesus. Sechs Jahre zurück hatte ich persönliches Treffen mit Gott, wisst ihr? Ich habe nicht darum gebeten, dass er genau an dem Tag zu mir kommt. Ich fuhr mit Auto, wir lebten damals in Krim. Es sind Berge in Krim. Dann bin ich hochgefahren, den Berg, oder nein, bin ich runtergefahren, ganz in Ruhe zurückgefahren, war gut drauf, war Sommer, Meer, Sonne, alles okay. Und auf einmal ist mein Körper hat aufgehört, auf mich zu hören. Ich habe noch nicht mal Frage stellen können, was passiert ist. Und Gott sagte, das bin ich, beruhig dich, fahr einfach weiter. Ich habe nicht meine Hände gespürt, nicht meine Beine gespürt, aber ich habe, das war wirklich so etwas Besonderes, diese Berührung. Mir ging es so gut, dass ich, wo ich wieder zu mir kam, war ich schon auf einer geraden Strecke, auf einer Autobahn. Das war gerade Straße. Ich bin zu sich gekommen. Hab wieder, ogo. Wow. Und wisst ihr, was der Heilige Geist gemacht hat? Der ist in mein Leben gekommen. An dem Tag, wo ich das gar nicht geplant habe, sogar am Steuer des Kfz, des Autos. Und der macht genau das, und zu dem Zeitpunkt, wo er das so wichtig hält. Abhängigkeit zu vertreiben aus deinem Leben, alles. Und nach diesem Treffen, was ich hatte, ich war auf dem Hauskreis. Also Hauskreis ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Wir saßen auf dem Hauskreis, wo der Pastor sagte, wisst ihr, meine liebsten Christen, ich möchte euch nicht sehen im Café. Also Krim ist ja super. Mehr, überall Cafés und. Ich möchte euch nicht sehen mit Glas Wein in einem Café. Das macht es berührt, weil damals konnte ich mit Elina, die ist gerade in Kaunas in Litauen, in Konferenz, schaut bitte nach, super Themen, wo viel über das Herz gesprochen wird, Motive des Herzens. Gibt es hier Dinosaurier des Glaubens, also lange, die gläubig sind? Gibt es welche? So 10 Jahre, fünf Jahre? Dann bist du schon Dinosaurier, dann ist es zu dir. Von Pastor Alexander Kleninger aus Mannheim. Und wisst ihr, in dem Moment, wo Gott mit uns gearbeitet hat, hatten wir Alkohol nicht vertrieben aus unserer Welt oder zurückgelassen. Also die ganzen Feiern und so, also Festlichkeiten, Geburtstage haben wir schon weggelassen. Aber wir hatten immer so ab und zu mal teures Alkohol zu trinken. Einfach so genießen Alkohol. Hört mich jemand so? Cognac? Heilige, oder? Egal wie man es nimmt, es stinkt und stinkt, das Alkohol. Cognac. Und damals hat mein Herz einen Wunsch bekommen, sich davon zu befreien. Wir haben nichts Schlechtes gemacht, aber ich habe verstanden, man sollte es zurücklassen. Genau nach diesem Treffen im Auto, mit dem Treffen mit Gott, hatte ich den Wunsch bekommen, alles hinter mir zu lassen. Und genau in dem Moment befreit mich der Gott. Ich bin nach Hause gekommen, habe Whisky rausgetan, alles, was wir hatten, und habe das in die Toilette runtergespült. Dann hat meine Frau gesagt, na, sollen wir Frühstück oder Mittagessen? Ja, okay. Was trinken wir heute? Nichts. Nicht, dass ihr das wollte. Es war Tradition. Eine gute Tradition. Also Sekt zu trinken, Champagner. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Hübsch. Wahrheit sagt, das ist sehr gut und schön. Aber Gottes Wahrheit sagt, das ist schrecklich. Und ich sagte, nein, an dem Moment, wovon ich spreche, wenn der Gott in den Bereich kommt, wo es Probleme gibt, dann wirst du für immer davon befreit. Und seitdem kein Tropfen Alkohol. Und ich wünsche es auch dir in deinem Leben, es nicht zu tun. Egal, ob das schmeckt oder nicht, ob das gesund ist oder nicht gesund ist, das ist eine offene Tür für Teufel.
Wartest du auf ein Treffen mit Jesus? Also, das ist nicht. Darf ich eine Geschichte erzählen? Wir hatten einen Encounter. Und sie wollte durch den Heiligen Geist sich taufen lassen, mit Feuertaufe und Zungensprache erleben. Wir machen das. Und die Frau hat das nicht bekommen. Und am nächsten Tag, morgens, kommt sie und dann ist sie gekommen, ich spreche Zungensprache. Was ist mit dir passiert, fragen wir. Sie saß in der Toilette und der Heilige Geist hat sie berührt und hat so angefangen zu sprechen, Zungensprache. Sie kam aus Israel und sie wird das bestätigen, wenn du nicht glaubst. Sie hat wirklich gesagt, ich saß ganz normal morgens auf der Toilette und auf einmal kommt der Gott. Und der hat nicht gefragt, bist du bereits fertig? Hast du erledigt deine Bedürfnisse? Nein, der hat sie berührt. Gott sei Dank. Wähle keinen Ort aus, wo du den Gott triffst. Er weiß, wo er dich erreichen kann. Genau da, wo du nicht auf ihn wartest. In Jesus' Namen. Wenn du möchtest. Wenn du dich bekräftigst, deine Wurzeln schlägst, jetzt werde ich nichts machen, aber ich werde einfach gehen und weiterleben. Nein. Nehmt die Bibel in eure Hände. Die gibt es nicht in euren Händen. Wisst ihr, wann ich bekommen habe, die Bibel zu lesen? Den Wunsch danach, die Bibel zu lesen, als ich die einfach mit mir rumgetragen habe. Wirklich. Ich habe mit mir die Bibel rumgetragen. Ich bin mit der Bibel rumgelaufen. Nicht so. Ich habe die so zu sich gedreht, dass man die nicht sieht. Ich habe die immer versteckt. Ich habe das in Zügen gelesen. Anderes Buch, normales, Romane und Bibel hineingelegt, damit es keiner sieht. Ich habe mich geschämt dafür. Es kam ein Moment, habe ich alles abgelegt. Und ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Wenn du keinen Wunsch hast, Bibel zu lesen, fang wenigstens an, sie zu tragen. Kauf die wenigstens erstmal. Geh in die Gemeinde. Verstehst nicht, dann geh einfach in die Gemeinde, dass man sieht, dass du ein Gläubiger bist. Die werden dich entweder töten oder segnen. Eins von beiden. Das dritte Variante gibt es nicht. Und der ist ja Verrückter gegangen. Der Verrückte, ja. Das ist ein heiliger Mensch, sei gesegnet. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und Segen bekommt man mehr als für Flüche, glaubt ihr. Es gibt Flüche und Segen im Leben des Menschen, aber mehr Segen. Habt ihr wahrscheinlich auch besondere Treffen mit Gott, interessante Treffen mit Gott, in besonderen Orten. So heute werden es sein. Waren es schon heute Morgen, gut. Noch ein Treffen in meinem Leben. 5. September 2010. Das habe ich sehr gut festgehalten. Das habe ich aufgeschrieben. Ich vergesse es manchmal. Aber in der Bibel stehen so Notizen. Ich habe es aufgeschrieben. War ich in der Gemeinde während der Anbetung, habe ich meine Augen geschlossen, wie immer. Dann habe ich den Blick von Jesus Christus gesehen oder gespürt. Wenn man die Augen schließt, dann weinst du oder irgendwelche Gefühle kommen hoch oder passiert nichts. Das ist auch Berührung von Gott. Und neben mir stand eine Frau. Und als ich den Blick gespürt habe von Jesus Christus, wurde die praktisch zur Seite geworfen. Ich stand. Es gab eine Wand links neben mir. Das war in der Ukraine, so kleine Häuser, keine so große wie hier. Ganz normales Haus. Wir haben ein bisschen umgebaut und eine kleine Gemeinde versammelt sich. Und wir singen ganz leise. Und ich stand da. Da links ist Wand, rechts stand die Frau. Und es gibt so Sitze. Gab so Sitze, die sich zusammenklappen, wenn man aufsteht. Und dann die Kinder haben sich ständig da eingeklemmt. Wir kennen solche Sitze in den Kinosälen. Also stand ich da
Und ich spüre den Blick von Jesus Christus und ich spüre super Atmosphäre. Wirklich. Aber diese Frau, sie wurde wirklich zur Seite geworfen. Ich konnte nicht neben dir stehen. Sie war richtig höflich und so. Und sie hat mich nicht gefragt, mich rausgerissen aus dem Augenblick. Und so, als es zu Ende war, hat sie gefragt, was passiert ist. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe den Blick von Jesus Christus gesehen. Wenn du Gott triffst und erlebst, dann werden sogar die Menschen erleben, die neben dir sich befinden. Die werden das miterleben. Diese Frau hieß Alisa und die war verwundert, dass der Gott das zu dem Moment die Gemeinde besucht hat. In jedem Moment, in jeder Anbetung, jedem Gebet, jedem Lesen vom Wort Gottes, ein Gedanke, wenn er es möchte, mit Gott sich zu vereinen, da kommt Jesus persönlich, nicht das Problem zu lösen mit Gott, sondern sich in ihm zu verwurzeln. Was soll ich machen? Wie kann ich dich noch mehr kennenlernen? Wo kann ich dich finden? In dem Moment bekommst du das Treffen. Nicht nach Plan, nach deinem Plan. Das Thema heißt, verpasst nicht eure Tage. Viele lassen Hauskreise aus, oder Gebete, Gottesdienste, Fasten, Gebete, persönliche Gebete. Ihr verpasst eure Tage, wovon eure Zukunft abhängt. Verpasst. Und danach ist es wirklich sehr schwierig, hinterherzukommen. Dann muss man sich beschleunigen danach. Verpasst. Und der Wurzel wird immer schwächer. Ein Jahr nicht getrunken, zwei nicht getrunken, aber nicht verwurzelt. Und auf einmal trinkst du wieder. So als Beispiel. Warum in der Gemeinde kommt keine Freiheit? Weißt du warum? Weil du die Wurzel brauchst, aus der die Freiheit fließen wird. Und der Mensch wird dich nicht befreien können. Wenn du denkst, dass die Menschen dich befreien, du irrst dich. Wenn du denkst, dass die Menschen dich bestärken, das ist Zauberei. Der Gott soll dich bekräftigen und bestärken. Ich erzähle euch nicht einfach so die Geschichten heute. Ich spreche davon, wie mein Leben sich verwurzelt hat in Gott. Viele sagen mir, Alex, du bist starker Mensch. Ja, ich bin stark, aber ich bin schwach. Ich bin stark nur wegen den Wurzeln in Jesus Christus. Egal, was für ein Mensch ich bin, jedes Wort, negatives Wort oder Kritik, dann wäre schon längst weg. Genauso wie dich. Warum sind wir noch hier? Weil es gibt Wurzel, Jesus Christus. Und der hat mich nicht gestern verwurzelt. Mein ganzes christliches Leben hat er mich verwurzelt, mit dem ich gelebt habe und lebe. Warum, Christ, bist du noch bereit, was zu machen? Und träumst davon, weil der Wurzel gibt es bei dir. Aber du musst deine Wurzeln in Jesus verwurzeln. Wo passiert das und wie passiert das? Es passiert in dem Leib Christi, in der Kirche geworden, Jesus Christus. Du bist die Kirche, du bist die Gemeinde. Wenn du so darüber denkst, über dich, dann wird es auch passieren in dir. Einmal habe ich gebetet vor dem vom Schlafen. Da habe ich Gott gehört, deine Stimme. Ich verpasse meine Tage nicht. Wenn ich verpasse meine Gebete, wer verpasst deine Gebete? Gibt es Menschen? Alle? Oder beten alle jeden Tag? Mehrmals am Tag. Es gibt Tage, wo du einfach verpasst, nicht dran denkst. Und irgendwas fehlt dir schon, oder? Ist doch so. So in dir geht es dir nicht gut. Wollte eigentlich so, wie es besser ist. Ich bin aus dem Haus gelaufen und habe meine Probleme gelöst. Aber Problem ist größer geworden, das Wichtigste. Du hast Gott vergessen. Besser wäre es, wenn du zur Arbeit zu spät gekommen wärst. Amen. Als den Gott zu vergessen. Besser ist, wenn man dich kündigt, als wenn du Gott vergisst. Ja, der Gott kann warten. Ich brauche meine Arbeit. Ich werde sterben, wenn ich nicht arbeiten werde. Lass dich einfach kündigen, als wenn du dich von Gott kündigst. Abbrichst.
Ich bin heute für mein letztes Geld gekommen. Das ist nicht das letzte, weil ab dem Tag wird dich Gott segnen. Vielleicht ist es zu jemandem heute hier. Du wirst sehen, wie Gott es vermehrt und dazu gibt. Und so viel ist, konntest du noch nicht mal träumen. So viel kann er dir geben. Und wird jeden Tag dazu geben, jeden Tag, egal wo du bist. Gestern sind wir ins Schwimmbad gefahren mit den Kindern. Es waren fünf. Wir waren zu fünf. Ja, gib uns eine Karte. Geht hinein. Aber es ist eine kleine Summe. Ja, wir haben euch für eine Geburtstagskarte euch verkauft. Und für uns wurde Fahrkarte gegeben. Die Geburtstagskarte. Das war wirklich ein sehr geringen Preis. Also das Letzte, wenn du das Letzte gibst, segnest mit dem Letzten, Opfer gibst, was auf mich gehört, dann bekomm das jetzt, sagt der Jesus und Gott. Ich habe heute Geburtstag, sagt Jesus Christus. Dann wollte ich dem Kassierer sagen, das ist Lüge. Du hast belogen deine Führungskräfte. Aber nein, ich habe Jesus Christus in ihm gesehen. Jesus Christus ist auferstanden. Wir hatten gestern Ostern in Schwimmbad. Wir haben noch Kinder getroffen. Die waren früher hier. Und dann haben wir verstanden, wir sind in der Gemeinde des Christi. Verpasst nicht eure Tage mit Gott. Jeden Tag, das ist Kraft für eure Zukunft. Verpasst irgendwelche Gespräche oder Treffen, aber verpasst nicht den Gott. Verpasst nicht den Gott. Lieber alleine zu sein mit Gott, als euch zu versammeln mit irgendwelchen Menschen und einfach zu quatschen. Diese Woche waren wir mit Elina in ein Geschäft gefahren und ich spreche oft mit Elina über Gott. Es ist so super, so viele Prophezeiungen für Deutschland. Und ich sehe, dass es passiert. Wir haben es vereint in den deutschen Gemeinden hier in Würzburg, dass es in Counter stattfindet, Gottesdienste stattfindet, dass die uns helfen, wir denen helfen, im Geiste helfen. Nicht körperlich, nicht physisch, nicht materiell, sondern jeder von uns trägt bestimmte Elemente. Wir haben gesprochen. Wir sprachen davon, dass die Tür in neue Erweckung offen ist. Und als ich das gesagt habe, man hat mich die Kraft Gottes einfach umwickelt. Und ich hab einfach gelacht. Und wir saßen im Auto und konnten nicht aussteigen. Das war wirklich so. Ich wurde treffen mit Gott. Herzlich willkommen. Jesus, ich muss ins Geschäft, habe ich gesagt. Die Frau soll warten. Hat er gesagt. Nach Gott wirst du nicht fragen, wann sollst du mit ihm sprechen? Krankheit. Genau, jetzt werden wir sprechen. Ein paar Monate. Solange du krank bist, werde ich mit dir sprechen, sagt Jesus. Du wirst gutes Gehör haben. Gut sehen wirst du mich auch. Und du wirst mich sehr gut verstehen. Wenn du krank bist, dann verstehst du mich am besten. Du bist bereit, dass man für dich betet, fastet. Du bist krank. Und dein Geist freut sich. Der Motor von da draußen ist aus. Amen. Verpasst nicht die Gebete. Bibel lesen, Gottesdienste, die Zeit mit Gott, die Gehorsamkeit vor Gott. Verpasst das nicht. Wisst ihr, dass vieles in unseren Tagen haben verpasst? Genau das, was uns Gott gesagt hat, aber wir haben es nicht getan. Verpasst nicht die Gehorsamkeit. Seid gehorsam. Seid immer gehorsam. Verpasst nicht die Spenden, Opfergaben. Wenn ihr spürt, dass ihr irgendwas jemandem Opfer geben könnt oder segnen könnt, egal in welcher Weise, verpasst es nicht. Du siehst es in DNA der Menschen, du siehst es in DNA von Gottes Wahrheit, damit die Gottes Wahrheit weiterfließt. Und du weißt, wenn es dich hier auf der Erde
nicht gibt. Du hast ja alles bekommen, ewiges Leben. Du hast sogar den Verdienst oben, das erreichst du und bekommst in den Himmel. Aber was machst du hier in deinem persönlichen Leben für die anderen Menschen? Was hast du aufgebaut für die anderen Menschen, wenn es dich nicht mehr gibt? Was kannst du zurücklassen? Gar nichts. Was kannst du zurücklassen? Deine Kleidung, was schon morgen nicht mehr modisch ist. Amen. Was kannst du zurücklassen? Deine Tapeten. Hast vielleicht sogar ein Haus gekauft. Nach 30 Jahren hast du es abbezahlt. Wird sich dein Kind dafür freuen? Weiß ich nicht. Vielleicht möchte er gar nicht leben in dieser Stadt. Es wird vielleicht einfach, es wird ihn kümmern. Muss er Holz kaufen für den Kamin und so weiter. Rasen wachsen lassen. Vater hat das vererbt. Ja. 5 Gärten. Was soll ich damit machen? Es wäre vielleicht lieber, das Geld für das Kind fürs Meer auszugeben, in Urlaub zu fahren. Aber nein, wir brauchen Erbe. Auto. Ich hatte ein Auto. Wisst ihr, noch so ein altes. Also die Deutschen verstehen das nicht, aber das war ein rotes Auto. Ich habe es gebetet damals, um das zu verkaufen. Für $500 habe ich es verkauft. Ja, wirklich. Gottes Gnade. Es war eine Garage gestanden. Mit Keller. Darin. Jetzt kaufe ich die Kartoffeln im Geschäft, die ist schon sogar gewaschen. Aber nein, wenn du den Keller gräbst heute, vergiss es. Die Kinder werden das dir nach Hause bringen. Und du gräbst nach dem Keller. Oder gräbst den Keller aus. Erbe. Erbe, das ist Jesus. Das ist der Heilige Geist. Erbe ist ein christliches Leben. Erbe ist, wenn die Kinder sagen, danke Vater und Mutter, dass du in die Kirche gegangen bist damals. Ich habe damals dich nicht verstanden. Ich dachte, du bist verrückt. Aber glaub, irgendwann schwimmt auch das Boot von deinem Kind woanders hin. Nicht mit dem Fluss dieser Welt, sondern entgegen. Irgendwann passiert das auch bei deinem Kind, dass es sich verwurzelt in Jesus Christus. Wenn es Enttäuschung bekommt von dieser Welt, du hast doch auch die Enttäuschung bekommen. Wer hat das bekommen? Enttäuschung von dieser Welt. Du spukst danach, das ist wirklich in DNA. Und genauso bei deinen Kindern auch. Oder mit 40, 50, 60, 70 oder 80. Oder vielleicht mit 20 oder 15. Und die werden sagen, nein, ich will das nicht. Deine Kinder sind schon bereits jetzt, wenn du schaust. Also Alkohol ist uninteressant, Zigaretten genauso. Und das ist auch nicht mehr modisch. Da siehst du, dass bei dem Kind verschwindet die Interesse an solchen Sachen. Er ist noch nicht da, aber der wird schon bald dabei sein, mit Gott sein und verstehen wird, dass diese Welt, das ist nicht seins, weil du das schon angenommen hast. Ich werde heute ein bisschen länger machen, okay? Ich muss es einfach freigeben, weil nächstes Wochenende ist Konferenz. Freitag, Samstag, Sonntag. Kommt bitte hierher. Die Kranken werden geheilt. Die Humpelnde werden springen. Und so weiter und so weiter. Tanzen werden sie. Tango und Cha-Cha-Cha. Alles, was dazu gehört. Wie sich gehört. Und die Blinden werden sehen. Und viele werden sagen, ich möchte wieder blind sein. Und die Tauben werden hören. Es war so leise in der Gemeinde, auf einmal höre ich jetzt. Aber hier kann man so vieles hören in der Gemeinde von Jesus Christus. Man kann hier so vieles hören. Jemand versteht mich. Besser ist es, taub zu sein, in die Gemeinde zu kommen. Niemand mit Gott zu sein. Aber nicht alle können Fingersprache. Oder Zeichensprache. Manchmal muss der Pastor auch taub sein. Dann wird es mehr Liebe sein zu euch allen. Lasst uns mit Geist hören. Lasst uns gegenseitig mit Geist hören. Will die Geister sich vereinen? Wir vereinen uns im Geiste, nicht in Ohren. In Ohren werden wir keine Vereinigung finden.
Matthäus 16, 19. Vers. Ich werde dir Schlüssel geben von himmlischen Reich, himmlischen Reich. Das, was du hier verbietest, wird auch im Himmel verboten. Und das, was du hier erlaubst, wird auch im Himmel erlaubt. Alles, was du erlaubst in deinem Leben, ist zu bewegen. Dann passiert es auch in deinem Leben. Wir haben keinen Glauben dafür, unser starkes Glauben. Aber wir können es machen. Und noch ein paar Treffen aus der Bibel. Das waren meine. Manche sagen, ja, er hat sich das ausgedacht. Aber wenn du deine Bibel vertraust, es gibt besondere Treffen, wo Gott nicht gefragt hat, wann er kommt. 1. Könige, David. Wo hat man von David gehört? Und wo wurde David? Der war der jüngste Sohn. Der wurde gesalbt. Aber wo wurde er zu David? David. Was hat er gemacht? Was hat er Besonderes gemacht? Was hat er was Besonderes gemacht, der David? Wisst ihr, was er getan hat? Der war gehorsam, hat auf seinen Vater gehört. Gehorsamkeit. Der hat auf seinen Vater gehört. Und der sagte zu seinem Sohn David, nimm die Brote und bring das zu seinen Brüdern. Und diese Käse, bringst du zu dem Befehlshaber. Frag nach dem Gesundheit eurer Brüder. Und das dann, lass dir eine Nachricht überbringen nach Hause. Und davon hat es angefangen. Die stärkste Geschichte von David, von der wir alle wissen. Der Vater hat den Sohn gebetet, seine Brüder zu besuchen und nachzufragen, wie es ihnen geht. Hat David was Übernatürliches gemacht? Er ist einfach gegangen. Er ist früh aufgestanden, hat seine Schafe dem anderen Hirten abgegeben für den Tag, hat seine Arbeit niedergelegt und ging los, wie sein Vater ihm sagte. Als er dahin gekommen ist, die Armee hat sich aufgestellt und Schwerter verteilt. Und sie haben sich aufgereiht gegenseitig. Und der hat seine Brüder begrüßt und besucht. Und dann kam der Goliath entgegen. Und hat er genau dasselbe geredet wie vorher auch. Der David hat gehört, wie Goliath beschimpft hat, dass die Armee von Israel. Und Israel selbst, es war nichts Übernatürliches. David fragte die Menschen, welcher Verdienst wird es geben, wenn man den Goliath niederstreckt? Wer ist doch? Wer ist dieser Mensch, der da herumbeschimpft, dass Israel? Da hat angefangen, David hat es nicht verpasst, einen Tag, aber du hast verpasst deinen Weg. Du verpasst deinen Tag. Wenn Gott zu dir sagt, und ihr sagt, bring dein Opfer, gib das Essen den Armen. Sogar wenn du den Menschen das sagst, und der beleidigt sein. Aber nein, du machst es nicht, du hörst auf den Gott nicht, was er dir sagt. Weißt du, was eine Sünde ist? Sprich zu den Menschen, wo du siehst. Aber David wusste nicht, welchen Verdienst es gibt. Aber du weißt es doch, im Himmel bekommst du deinen Verdienst. Ein bisschen leiser mich bitte, sonst oben kann man mich ein bisschen leiser machen, sonst komme ich nochmal hinein in den Zyklus. Wir haben oben auch eine Übertragung, Live-Übertragung. Da oben ist für die gerade mal ein Jahr geworden sind, die werden auch durchdrängt. Das wird für Babys und Kleinkinder oben. Verpasst nicht deinen Tag, bitte, schau aufs Feld. Geh aufs Feld. Ist das übernatürlich? Nein. David hat es nicht verpasst. Hat er seinen Tag nicht verpasst. 1. Mose 12. 1. Gott sprach zu Abraham, lass alles hinter dir und geh dahin, wo ich dich hinschicke. Wie kann ich meine nächsten Verwandten? Wie kann ich mein Silvester gar nicht feiern mit den Verwandten?
mit Feuerwerk. Es geht doch gar nicht. Wie kann es sein? Wie kann ich diesen Tag verpassen, ohne meine Familie? Oder Weihnachten, Geschenke. Du weißt ja gar nicht mehr selber, wenn du Geschenke kaufst. Irgendwas, du kaufst schon irgendwas. Hauptsache, irgendwas was gekauft. Kaufe lieber Bibel im Internet und schenk sie weiter deinen Nächsten oder Verwandten. Kauf eine große Kiste von Bibeln und verschenk die. Eine ganz große Kiste, eine ganz kleine Bibel und schenk die. Dann wirst du sehen, die Reaktion der Menschen, die den Gott treffen werden. Irgendwann hat der Vater von Elena mir eine Bibel geschenkt. Da habe ich gesagt, was war das denn? Die hat mir noch gefehlt, habe ich damals gedacht. Ich hatte alles, aber Bibel fehlte damals. Die habe ich gestellt ins Regal. Elena hat mir gesagt, Vater hat die Bibel übergeben. Der Vater sitzt heute hier. Hast du übergeben, dann hör bitte zu. Hast dem Schwiegersohn was gegeben, die Bibel, und jetzt verschenke ich auch manchmal weiter. Elena hat aufgemacht die Bibel und ich habe gefragt, aber hier steht doch gar nichts von der Heilung. David, Kriege und so weiter. Ist das Heilung? Sprach ich mit meiner Frau damals. Aber Gott spricht auch über Heilung darin. Und dann habe ich diese Bibel genommen. Ich habe sie genommen. Und ich finde es schade, dass ich die nicht früher genommen habe. Esther 2,16. Kennt ihr die Esther? Oder nicht? Wenn du nicht weißt, wer Esther ist, es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, ein sehr starkes Buch. Da spricht man über ganze errettete Nation, Hebräern, über Israel, durch ein Gebet einer Frau. Der Esther wurde aufgenommen im Tempel zu dem König. Der König verliebte sich in die Esther als alle anderen Frauen. Weißt du, Jesus Christus mag dich am meisten. Er liebt dich am meisten. Als ich das heute gelesen habe, heute Morgen, diese Stelle, du bist die Braut und ich bin der König. Wir sind alle Braut des Königs. Und er liebt dich am allermeisten. Genau, möchte er durch dich das schaffen, was er durch andere nicht machen kann. Und was machte Esther? Sie hatte keine Angst. Als das Brief kam, und dass sein Volk, dass ihr Volk vernichtet werden soll, er hat sich angezogen, ist aufgestanden. Und der König hat sie gesehen, aber damals ohne Erlaubnis. Damals konnte man keinen Termin machen. Man konnte nicht sagen, ich möchte zum König einfach so gehen. Sie hat sich sie ist auferstanden, angezogen, die beste Kleidung. Obwohl sie ihr bekannt war, dass sie getötet werden konnte zu dem Zeitpunkt. Und der König hat sie angenommen damals. Wenn wir weiterlesen. Gibt es hier im Hebräer? Juden. Ja, diese Menschen gibt es sogar hier. Amen. Ihr seid hier, weil irgendein Mädchen, Esther, hat das getan. Aber jetzt ist die Zeit von euch gekommen, das Beste anzuziehen, kompromisslos zu sein, und damit ihr euer Volk rettet. Ich sprich zu allen Nationen, Ukrainer, Deutschen, Russen, und so weiter. Genau du aus deinem Volk. Der König liebt dich sehr. Warum ich aus meiner Familie? Du warst der Schlechteste wahrscheinlich in der Familie. Oder der Beste oder der Schlechteste. Es gab keinen Mittelstand. Und Gott hat dich geliebt und liebt dich immer noch und hat gesagt, du kannst es das erreichen in deiner Familie, die Erweckung schaffen in deiner Familie, damit die wissen von der freudigen Nachricht und die werden alle errettet. Alle. In meiner Familie
haben sich alle errettet. Mutter, schöne Grüße, Mutter. Ihr hört jetzt zu im Livestream. Meine Schwester, mein Vater. Ja, die Schwester besucht die Gemeinde nicht, aber ich weiß, dass sie Jesus kennt. Und die Zeit wird kommen, als sie mit mir die freudige Nachricht weitertragen wird. Genau so auch in deinem Leben. Bist du bereit, wenn Gott dich zu dir ruft, nicht den Tag zu verpassen, wo er dir sagt, jetzt geh aus deinem Leben. Und dann wirst du sehen, ganze Generation wird errettet, deine Generation. Warum? Warum spricht Gott nicht zu mir? Warum? Weil du verpasst die Tage, wo er zu dir spricht, was zu machen. Aber es gibt Tage, wo du gar nichts mehr machen kannst. Wo schon alles bereits passiert ist. Hört mich jemand? Verpasst nicht diese Tage. Bewegt euch. Gott sagt, und dann macht das auch sofort. Ich habe eine Regel. Wenn Gott zu mir spricht, dann mache ich das sofort. Gott hat gesagt, dann mache ich es sofort. Wisst ihr? Gibt es solche Momente? Gott hat gesprochen zu dir und du hast dich entschieden, aber das nicht sofort gemacht. Und nach einiger Zeit machst du das nicht oder nur zur Hälfte. Versteht mich jemand? Mach sofort. Wenn Gott zu dir spricht, mach es sofort. Wenn Gott dir sagt, gib ab, dann mach es. Wenn Gott dir sagt, umarme, vergebe, dann musst du es sofort machen. Jetzt sofort. Nicht morgen, weil morgen schaffst du das nicht mehr. Hört mich jemand? Weil nicht Vergebung oder Hass, der zieht das hinein in sich selber, dann brauchst du noch mehr Kraft und selber kommst du damit nicht mehr klar. Wisst ihr, letztes Wochenende habe ich die Predigt gehört von Alexander Klendinger aus Mannheim, G12 Global Vision Mannheim. Er hat gesagt, du kannst beten. Mir hat es wirklich gefangen, seine Offenbarung, Erkenntnis. Du kannst beten, fasten bei dir zu Hause, aber die Kraft, die Gemeinde hat, du bekommst sie nicht, du bekommst sie nur in Leib Christi. Mit Dämonen und bösen Geistern kannst du nicht selbst kämpfen. Bei dir zu Hause, in deinem Geheimzimmer, du kannst dich nur fühlen mit Gott oder sprechen mit Gott. Aber die Kraft, die Leib Christi hat, du bekommst es nicht. Du bekommst es nicht zu Hause. Hört mich jemand? Nur im Leib Christi kommt die Kraft hinieder, wo du die ganzen Dämonenabhängigkeiten und alle deine schlimmen und dunklen Tage besiegen kannst, bekämpfen kannst. Weil hier bist du offen, man sieht dich. Und egal, wie du dich zurechthältst, ein oder zwei Tage, du wirst vielleicht lächeln, aber am nächsten Jahr wirst du so sein, wie du bist. Dann wirst du verstehen, dass du, was du machen musst. Und meistens passiert das wirklich so. Manchmal nach einem Monat, manchmal nach zwei Jahren, fünf Jahren. Aber es passiert. Gott nimmt es ab, die Masken, die Kleidung ab und sagt, so bin ich. Ich kenne mich gut. Ich kann mich nicht verstecken. Ich möchte es auch nicht. Weil eure Augen haben schon meine Masken hinuntergerissen. Ich kenne mich gut. Mich persönlich. Apostelgeschichte 9. Von 1. bis 9. Vers. А Саул по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам Господа. Это наши враги. Тати Юнга bestraft. Асав. Церковь закроется. Фу, что там у вас? Он bedroht, sie umzubringen. Когда человек сюда приплыл, я знаю, он 100%. Wenn der Mensch heute oder überhaupt hierher kommt, dann weiß ich 100%, dass er mit Gott sein wird. Он попросил у него письма в Дамаск. К местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим. Der hat nach Erlaubnis gefragt, die Jünger und die Apostel einfach zu verhaften und zu vernichten, nach schriftlichen Bestätigung. Всех, кого ему удалось обнаружить, и мужчин и женщин. Но по дороге, когда он уже был далеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Auf einmal hat ein Blitz getroffen. Он договорился с Иисусом. Hat er mit Jesus abgesprochen, dass er ihn trifft. Er hat Christen umgebracht und zerstört. Die Frauen und Männer zu zerstören. Stellt euch vor, was das für ein Herz war, was er besaß, für ein Herz.
Das war wirklich ein Dämon damals. Als er niederfiel, sprach er, hat er die Stimme gehört. Warum vertreibst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du immer vertreibst. Und jetzt steh auf und geh in die Stadt und ich werde dir sagen, was du machen musst. Die Menschen, die ihn begleitet haben, die haben die Stimme gehört, aber haben keinen gesehen. David ist wieder aufgestanden. Aber der konnte nicht sehen. Der war blind geworden. Der war 3 Tage blind und konnte nichts essen und nicht trinken. Liebsten. Sogar die, die dich berühren werden, die dich vertreiben wollen, die wird der Gott berühren. Lass alle Menschen dein Leben, deine Feinde, Freunde, wenn in dir selbst Gott ist und du hast dich verwurzelt in ihm, der Gott wird alle berühren, alle Menschen in deinem Leben. Selbst Jesus Christus saß mit allen schlimmsten Sünden und hat die Menschen berührt. Der saß einfach. Der war einfach. Und ich glaube, dass alle Menschen, die heute die Christen vertreiben und einfach verfolgen, und kämpfen dagegen, die werden die Stimme Gottes hören. Ich glaube, dass du der Mensch bist. Zum Beispiel der Saul. Er war der Mensch im Boot von dieser Welt und hatte irgendwas gemacht. Wenn du den Weg nicht kennst, wie du in diese Tür hineinkommen kannst, dann mach irgendwas in dieser Welt. Fang an, irgendwas zu machen. Lass dich nicht einfach treiben. Das, was dir offen ist, mach ich irgendwas. Wenn du Kind Gottes bist, willst du oder nicht, dann wird der Jesus kommen zu dir. Der wird dich danach fragen. Amen. Und das Letzte. Ein Zitat aus dem Buch, als Gott auf der Erde ging. Super Buch, was ich gerade lese. Jesus sagt jedem, schau nicht weg von mir. Inge, wo bist du? Waran bitte auch. Jesus spricht zu jedem, schau nicht weg zu mir, sondern sprich zu mir. Sondern genau andersrum, schau zu mir. Du wirst nicht mich schockieren, was in deinem Herzen ist, weil ich habe gesehen in dir. Hört mich jemand? Wisst ihr, Gott hat gesagt, Inga, eure Familie wird einen Segen bekommen. Ich möchte für diese Familie beten. Für Inga und Christoph, diese Familie wurde hier geboren. Sie hat das Segen hier bekommen, in Jesus' Namen. Dass deine Gehorsamkeit, als du das gemacht hast heute, dass einfach jetzt deine Herrlichkeit kommt von Gott, dass Frieden von Gott in diese Familie kommt, weil jede Familie braucht den Gott, in Jesus' Namen. Amen. Ich möchte weitersprechen. Egal, welche Motive hat dein Herz, Gott kennt das schon lange. Jesus sagt, ich werde dich nie beschuldigen. Ich werde dich nie beschuldigen. Ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Jesus ist gekommen in dein Leben, damit du frei wirst, endgültig. Wenn jemand hört, dass die Gottes Wahrheit dich beschuldigt oder beleidigt, wir beschuldigen hier keinen. Jesus ist gekommen in dein Leben. Nicht um dich bloßzustellen, dass du gut oder schlecht bist, mit Herz oder ohne. Jesus ist gekommen, um zu befreien. Von allem, was du schon jahrelang trägst mit dir, was du bekommen hast durch DNA von deinen Eltern. O Jesus, lass heute, dass es heute die Freiheit kommt, wirkliche Wahrheit in diesem Saal, dass jeder von uns diese Freiheit weiterträgt,
dahin, wo es am nötigsten ist. Wenn du spürst, wenn du weißt, diese Menschen, denen die Freiheit heute nötig ist, geh in dieses Haus, in die Häuser, ruf die an und segne die. Und sag, weißt du, verpasst nicht deine Tage, weil ich habe heute was gehört, dass viele Tage meines Lebens habe ich verpasst. Fang an heute, die Stimme Gottes zu hören. Fang an, kompromisslos zu sein. Jesus ruft und er sagt, komm hinaus. Abraham, komm hinaus. Komm heraus aus deiner Familie. Fahr hinaus aus deiner Stadt und geh. Und du wirst sehen, dass ganze Familie mit dir ist und sein wird, immer. Hab keine Angst. Hab keine Angst, diese Welt zu verlassen. Hab keine Angst, dem Jesus zu folgen. Ja, wir sind nicht vollkommen. Wir werden dir auch nie sein. Aber wir werden zusammen sein mit Jesus. Wir werden zusammen sein mit Jesus. Sei gehorsam den Gott. Erhöre seine Stimme. Motive seines Herzens. Verwundere Gott nicht. Der weiß das. Bewundere den Gott mit deinem Wunsch, mit ihm zu sein, mit ihm zu leben. Danke dir, Jesus Christus, dass du in unser Leben gekommen bist. Dass du uns die Kraft gegeben hast, das zu verlassen, was uns sehr schwer gefallen ist, zu verlassen. Durch sich selbst zu steigen, durch die Überheblichkeit unsere. Hab keine Angst, demütig zu sein. Es ist egal, was die Menschen über dich denken. Hab Angst davor, was Gott über dich denkt. Hab Angst davor, dass Gott dich nicht erhört. Danke dir, Jesus, für Abraham, für David, Esther und alle Jünger, starke Persönlichkeiten, über die wir lesen in der Bibel. Danke dir, dass diese Menschen den Weg vorbereitet haben zu Jesus Christus. Danke, dass alles verbracht ist am Kreuz. Dafür, dass ich da sein kann mit Jesus Christus und mein Leben wird sich bald verändern. Mein Herz wird sich verändern. Mein Verstand wird erneuert. Ich werde Kraft haben. Kraft haben, an dich zu glauben. Ich möchte so sehr mit dir zu sein und den Tag nicht verpassen. Das Treffen mit dir. Ich spüre, wie das Salböl jetzt fließt. Gottes Frieden geht hinieder auf die Gemeinde von Jesus Christus. Frieden kommt in dein Herz. Dieser Frieden vom Gott, der geht durch Probleme jetzt. Gott sagt, ich bin da. Hab keine Angst, da zu sein, wo du Angst hast zu sein, Sohn, Tochter, weil wo du sein wirst, da werde ich dabei sein. Ich bin Gott, dein Hirte, und du wirst nichts Bedürfnis haben. Ich werde dich dahin führen. Ich werde dich ernähren. Ich werde dich segnen, wenn du mich auswählst, wenn du mich annimmst. Egal was kommt, wenn du wie Abraham alles hinter dir lässt, alles, deine Prinzipien, deine Meinung, wenn du offener Mensch sein wirst, ich werde in dein Haus kommen und werde ihn füllen mit Frieden, Liebe, Kraft, mit meiner Kraft.
Danke dir, Jesus. Verpasst nicht eure Tage, Gemeinde. Ruft in seinen Namen. Ruft zu ihm. Verpasst nicht die Tage, wo Gott zu euch ruft, zu euch spricht, nach euch ruft. Euer Geist wird immer wollen, mit ihm sich zu fühlen. Widerspricht eurem Leib, die ständig was will, oder der ständig was will oder dustet nach irgendwas. Widerspricht dem. Füllt euren Geist. Bekommt neue Wünsche und Träume von Gott. Verwurzelt euch in Gott. Der ist die Gottes Wahrheit. Wirkliche Wahrheit. Die Situationen, die euch nicht klar sind. Der Heilige Geist, der wird überall mit euch sein und alles lösen. Er wird mit euch überall sein. Amen. Seid gesegnet.